Was ist Simbarum? Simbarum ist eine alte Zivilisation, die vor über 1000 Jahren irgendwann mal untergegangen ist. Keiner weiß so genau, was konkret da vorgefallen ist. Es gibt viele Gerüchte, die gehen meistens damit einher, dass gesagt wird, dass dort dunkle Mächte heraufbeschworen wurden von den Herrschenden, und das hat dann irgendwann zum Untergang dieser sehr weit entwickelten Zivilisation geführt. Dort, wo einst Symbarum stand, befindet sich heute der Davokar. Der Davokar ist die dunkel- bis hellgrüne Fläche, die ihr auf dem Bild sehen könnt. Das ist ein dunkler, düsterer, finsterer Wald, in dem man nicht so ohne weiteres hereinkommt, und auch nicht unbedingt weiter hineingelassen wird. Denn der Wald ist nach wie vor ganz stark korrumpiert. Korruption ist ein wichtiges Thema in Symbarum, sowohl spieltechnisch als auch innerhalb der Welt. Wenn Lebewesen zu sehr vom Schatten korrumpiert werden und von der Korruption befleckt werden, dann kann es passieren, dass sie halt irgendwann zu einer sogenannten Ausgeburt werden. Das heißt, dass sie quasi im wahrsten Sinne des Wortes in ihre menschliche oder äußere Hülle abwerfen und als eine Art dämonartiges Wesen oder zu einem dämonartigen Wesen werden, die sehr, sehr gefährlich sind. Was das Spiel jetzt noch alles bedeutet, machen wir gleich, wenn wir ein bisschen auf die Charaktere und weiter eingehen. Auf der Karte seht ihr unten ein großes Gebirge, das sind die Titanen. Jenseits der Titanen liegt eine Landschaft, die sich die Alberator heißt. Alberator wurde vor ungefähr innerhalb der Spielzeit 40 Jahren von dunklen Fürsten. Dunkle Fürsten haben dort die Macht an sich erlangt, und haben das Land in einen großen Krieg gestürzt. Während dieses Krieges wurde irgendwann die junge Königin Corinthia mit Namen entführt, wurde von dunklen Fürsten eingekerkert, wurde von ein paar treuen Gesellen befreit, und in einem großen Ansturm ist es ihnen gelungen, zusammen mit ihren Rittern die dunklen Fürsten zu stürzen. Dieser Krieg hat gut 20 Jahre lang gedauert und hat ja tote Erde hinterlassen. Das Land ist größtenteils unfruchtbar geworden. Große Hungersnöte herrschen vor. Sehr, sehr viele Menschen sind gestorben. Sehr viele, auch dort wurden sehr viele dunkle Mächte beschworen. Und die Corinthia hat gehört, dass es jenseits des großen Gebirges, wie sich halt im Norden, großes fruchtbares Land gibt, von dem die Gelehrten auch sagen, dass es das ursprüngliche Land ist, von dem einst auch ihr Vorfahren gekommen sind. Und so beschließt sie, ihr Geburtsrecht aus ihrer Sicht nachzugehen, mit ihren getreuen Leuten, mit den Soldaten und allen Bürgern, die willens sind, mitzuziehen, über diesen Bezug zu ziehen und das neue Land für sich zu beanspruchen. Das ist dieses Land, in dem das System hauptsächlich bis aktuell noch spielt. Das ist der Davokar, und die Ländereien drumherum, die in diesem Ocker-Beige-Ton dargestellt sind. Dort leben diverse Barbarenstämme. Barbaren sind, das sind auch schon Menschen, die sind es halt auch, das sind halt, naja, das ist halt eine wilde Zivilisation, wenn man so möchte. Und einige von denen haben sich sehr schnell Corinthia und ihren erfahrenen und kampferprobten Kriegern gestellt, ist sie unterworfen. Bei anderen gab es dann noch ein bisschen mehr Reibereien. Sie hat dort eine neue Hauptstadt gegründet. Ja, also eine bestehende Stadt einfach nur umbenannt, und ja, angefangen, sich dort jetzt niederzulassen. Man hat dann schnell mitbekommen, dass halt dieser Wald, dass der so, je tiefer man reingeht, umso gefährlicher ist für alle zivilisierten Völker, die dort leben. Und so hat man beschlossen, dass man halt, wie gesagt, nicht mehr jeden reinlassen sollte, und hat einen sogenannten Eisenpakt mit Elfen geschlossen. Die Elfen sind mal so warum schon ein bisschen anders, als man das von klassischen Fantasy-Systemen halt herkennt. Sie sehen auch ein bisschen anders aus, und
haben auch so ein paar Besonderheiten. Die Elfen sind zumindest im Grundregelwerk noch keine Spielerrasse. Ich habe gelesen, dass es mir jetzt weitere Regelwerke gibt oder kommen ergänzend zu dem Hauptregelwerk, in denen auch dann die Elfen zu spielbaren Rassen werden. Was ich persönlich was ein bisschen schade finde, aber das mal so außen vor. Ja, dieser Davoka, je mehr er sich da aufhält, desto mehr korrumpiert er die Menschen und deswegen verkauft man an Leute, die dort hineingehen wollen und dort auch auf Schatzsuche gehen wollen, in sogenannte Entdeckerlizenzen. Hat den Vorteil, so hat man ein bisschen Kontrolle, wer dort hineingehen kann, und wenn man jemanden erwischt dort ohne Lizenz, dann kann man denen schöne Strafen androhen. Das geht meistens einher, dass sie dann durchaus mal so Finger, Hände oder sonst andere Gliedmaßen dann verlieren. Ja, das so in aller Kürze, sag ich mal. Die Königin selbst war, ich erinnere, glaube ich, 5 Jahre in Gefangenschaft. Diese Zeit hat sie auch sehr stark gezeichnet. Das heißt, dass sie entstellt wird unter der Folter der Dukenfürsten. Sie tritt öffentlich eigentlich nur noch mit einer Porzellanmaske auf, um ihr Gesicht zu verbergen. Es gibt ganz böse Zungen und Gerüchte von manchen Menschen und anderen Leuten, die behaupten, es sei auch gar nicht mehr die originale Königin dort unter dieser Maske. Aber das ist natürlich große Häresie und Ketzerei und Majestätsbeleidigung. Des Weiteren wurde vor 25 Jahren der Spielzeit sozusagen der Gott Prios zum obersten Gott ernannt, denn Prios ist der Gott des Lichtes. Und es ist halt wichtig, ja, Frank lacht schon, es ist halt jeder, der SA spielt, der hat stolpert erstmal mit Prios. Es kommt mal mindestens einmal am Tag vor oder am Abend vor, wenn ich so einen Baum spiele und leite, dass ich immer Prios sage. Ja, denn also Prios bringt halt Licht in das Dunkel und es sind dunkle Zeiten und die Dunkelheit und der Schatten gilt es zu bekämpfen und da. Deswegen ist es halt wichtig, dass man Prios und nur Prios alleine huldigt. Bei Barbaren ist es so, dass die haben so einen Vielgötterglauben und da gibt es auch viele Götter dabei, die gewisse Ähnlichkeiten zu dem haben, was vorher auch ein Abelator angebetet wurde. Das erstmal so ein bisschen so als Grundsetting. Das Abenteuer ist halt das Schnellstarter-Abenteuer. Das spielt erstmal nicht so in der Nähe des Davoka. Das spielt ungefähr da, wo auf der Karte das T von Titanen ist. Das war das erste T. Da im Gebirge. Um das schon mal vorne wegzunehmen. Es gibt an spielbaren Rassen, um das auch kurz mit zu erwähnen, es gibt halt einmal die Ambria, also die Korinthia ist dann in das neue Land gezogen, hat das Land Ambria genannt. Es ist das sogenannte, das gelobte Land, das neue Land. Dementsprechend heißen die Völker durch das Ambria, und zwar die aus Abelator dorthin gekommen sind. Und das andere sind halt die Barbaren, die aber auch Menschen sind. Dann kann man als spielbare Rassen noch spielen, das ist eine Besonderheit, Ogre. Ogre sind groß, sind grobschlächtig. Ogre kommen eigentlich aus dem Davoka, aber es kommt mir immer wieder vor, dass sie einen aus dem Davoka heraus verirrt und nicht weiß, warum er sich daraus verirrt hat, eigentlich auch gar nicht wieder zurück will. Und oftmals wird er dann von irgendeinem Menschen oder von anderen Menschen so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Ogre sind nicht dumm. Man sollte nicht den Fehler machen, Ogre als dumm zu bezeichnen, nur weil sie so grobschlächtig sind und ein bisschen behäbig wirken. Und Ogre geben sich selber keine Namen. Ogre sind Einzelgänger. Und da man ein Einzelgänger ist, gibt es eigentlich keinen Grund, einen Namen zu haben. Ogre kriegen meistens Namen von den Leuten, die sie umgeben, und kriegen meistens einen sprechenden Namen. Einen Namen, der sie beschreibt, wie sie sich verhalten. Also der Ogre aus dem Schnellstart zum Beispiel heißt Wüter. Der kann durch in einen Berserker-Rausch verfallen. Und wenn er das tut, dann wächst wirklich nirgends von irgendwelches Gras. Das ist also wirklich wütend im wahrsten Sinne des Wortes. Auch da wieder als Besonderheit, das ist ein Berserker-Rausch, den kann man ein- und ausschalten. Es gibt da keinen Friendly Fire. Dann gibt es noch Goblins als Spielerrasse. Und es gibt noch sogenannte Wechselbälger. Die auch ebenfalls
ja, Kreaturen des Davukar irgendwo sind, aber noch nicht von der Korruption betroffen wurden. Dann, was die Spielerklassen angeht, es gibt eine ganze Menge Archetypen im Grundregelwerk, aber grundsätzlich kann man sich einen Charakter zusammenstellen, wie man lustig ist. Im Kern wird eigentlich unterschieden zwischen zwischen Kriegern, zwischen Schurken, das ist aber mehr so Schurken im Sinne von D&D und Co. Von Charakteren, die mystische Kräfte einsetzen können. Mystische Kräfte sind ist halt die Magie im weitesten Sinne. Und da wird auch wieder entschieden, es gibt verschiedene Magier-Schulen, die haben verschiedene Philosophien, wie sie Magie sehen. Und auch die Theurgie ist quasi die mystische Kraft, die Priester einsetzen. Was man bedenken muss, ist, wenn man mystische Kräfte verwendet, wird auch immer ein klein bisschen Opfer von Korruption. Genau. Ich habe nur kurz geguckt, was im Chat steht. Spieltechnisch heißt das, alle diejenigen von euch, die mystische Fähigkeiten haben, das sind Ansa, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Genau, der Theurg. Entschuldigung, die Theurgin. Und Bartum steht ja auch noch mit. Frank, du. Ja. Wenn ihr nachher mystische Kräfte anwendet, müsst ihr zusätzlich ein W4 würfeln. Dieser W4 ist vorübergehende Korruption, die ihr bekommt. Wenn ihr mal auf den Charakterbogen schaut, ihr habt dort einen Wert stehen. Oben in der Mitte ist so ein Salmi, der so ein bisschen aufgeteilt ist. Und unten drunter steht, also in der Mitte steht einmal unten ein Wert, der heißt Korruptionsschwelle. Wenn ihr die Korruptionsschwelle erreicht mit Korruptionspunkten, dann kriegt ihr vorübergehend ein Stigma. Das ist etwas, das eine Auswirkung, die Korruption bei euch verursacht. Das kann sowas sein, wie dass ihr plötzlich anfangt, nach Schwefel zu riechen. Das kann sein, dass die Augen glühen. Es kann sein, dass vielleicht, keine Ahnung, ihr was wie Schuppen so bekommt. Da habt immer ihr die Auswahl, was das sein kann. Im Regelwerk ist so eine kleine Tabelle drin, ein paar Vorschläge, was das sein kann. Das idealerweise ist vielleicht ein bisschen was situationsbedingt ist. Aber grundsätzlich habt ihr eigentlich immer selber die Auswahl, was ihr machen könnt und was mit euch passiert. Wenn die Korruptionsschwelle doppelt betroffen wird, dann kriegt ihr einmal W4 permanente Korruptionspunkte. Und die werden dann noch damit verrechnet später dann sozusagen. Und sobald in eure permanenten Korruption, wenn die Korruptionspunkte, die permanenten bei euren Korruptionsschwelle angekommen sind, dann werdet ihr zu einer Ausgeburt. Das wird im Laufe des Schnellstarters nicht passieren. Das wäre sehr merkwürdig. Ganz wichtig ist auch diese vorübergehenden Korruptionspunkte, die vergehen nach einer Szene. Eine Szene ist tatsächlich genau das, wonach es klingt. Das ist ein Szenenabschnitt. Wenn die Szene dann vorbei ist, also ein Kampf ist eine Szene zum Beispiel. Ja, Wanderschaft ist eine Szene. Aber das machen wir dann auch nochmal, wenn es dann soweit ist und einer von euch welche Zauber halt anwendet. Wenn wir schon mal beim Charakterbogen sind, ihr habt dort links ein Wert stehen unter Zähigkeit. Die Zähigkeit ist eure Lebensenergie, wenn man so möchte. Und oben in der Mitte steht eingetragen. Ich habe bei mir Zähigkeit oben noch nichts eingetragen, aber maximaler Wert ist 15, steht hier. Ist das dann genau bei 15? Das ist richtig so, ja. Okay. Genau. Die Zähigkeit ist eure Lebensenergie. Auch da schon von weg gesagt, wenn die auf 0 ist oder drunter kommt, dann seid ihr noch nicht sofort tot. Da greifen auch noch ein paar Mechanismen vorerst mal ein, bis das der Fall ist.
Da habt ihr eine Schmerzgrenze stehen. Die Schmerzgrenze heißt nichts anderes, als wenn ihr mit einem Schlag, dann passieren zwei Sachen. Ihr könnt ja auch hier was auswählen, was passiert. Ihr könnt sagen, dass ihr entweder umfallt. Ihr müsst ihr später im Kampf eine Aktion aufwenden, um wieder aufzustehen. Oder aber ihr könnt entscheiden, dass der Gegner einen feinen Angriff gegen euch bekommt. Kommen wir aber zum Kampfablauf, kommen wir dann auch später gleich nochmal. Das nächste, was wichtig ist, ist, dass ihr den Fähigkeiten und bei den Kräften habt ihr unten, rechts unten jeweils so drei kleine Rauten stehen mit N, A und M. Das steht für Novize, Adept und Meister. Und eine davon ist immer ausgefüllt. Wenn davon nichts ausgefüllt ist, heißt es einfach nur, dass es eine Fähigkeit ist oder eine Kraft ist, die nicht auf einen dieser Stufen zu erhalten oder zu bekommen ist. Es steht eigentlich immer genau drauf auf dem Charakterbogen, was genau ihr damit machen könnt, aber da können wir uns auch nochmal klären, wenn es Nachfragen gibt, wie das dann konkret funktioniert. Es gibt aktive, freie, spezielle und reaktive Fähigkeiten. Frei ist selbsterklärend. Aktiv heißt, dass ihr das aktiv ausführen müsst. Das heißt, es ist eine eurer Aktionen im Kampf. Reaktiv heißt halt, es muss vor was passiert sein, dass ihr das anwenden könnt. Und speziell steht dann entsprechend mit dabei, was man dafür eventuell machen muss. Meistens muss man irgendeine Probe würfeln. Probe würfeln heißt, dass ihr mit einem W20 würfelt, und zwar müsst ihr jeweils unter den Wertwürfeln, den ihr erreichen müsst. Euer Würfelwert wird immer modifiziert, und zwar wird er je nachdem modifiziert, wie gut oder wie schlecht euer Gegenüber irgendetwas ist. Das sind eigentlich mal Vergleichsproben. Der Mittelwert ist immer 10 und immer ein Punkt darunter wäre dann plus 1, ein Wert darüber wäre minus 1. Und zwar, wenn ich sage, das ist eine Probe plus 1, dann rechnet ihr den Wert auf den Attributswert obendrauf und das ist dann der Wert, den ihr würfeln müsst. Oder aber ihr zieht das ab von einem Attributswert und müsst das unterwürfeln. Also bei einer Probe, also wenn es heißt 11 plus 1, dann heißt es jetzt 12 und weniger würfeln müsst. 11 minus 1 heißt 10 und weniger würfeln. W20. Mit einem W20, ja. Okay. Es gibt grundsätzlich erstmal von den normalen Regeln her keine kritischen Treffer und keine Patzer. Das ist eine optionale Regel, mit der man spielen kann. Ich finde es etwas mal ein bisschen einfacher, ohne zu spielen. Was sein kann, ist, dass ihr vielleicht einen Vorteil bekommt. Das heißt dann, dass ihr mit 2W20 würfelt und dann das bessere Ergebnis nehmt oder halt Nachteil, dann würdet ihr halt 2W20 würfeln und das schlechtere Ergebnis nehmen müssen. Ihr habt unten auf dem Bogen unter Waffen und Ausrüstung habt ihr jeweils halt den Schaden stehen. Das ist aber der Schadenswurf, den ihr würfelt, wenn ihr Schaden macht. Und ihr habt bei der Rüstung einen Schutzwert stehen. Das ist ebenfalls ein Würfel. Das heißt ebenfalls hier, wenn ihr eine Verteidigungsprobe, wenn sie euch gelingt, dann habt ihr die Verteidigung komplett gelungen. Wenn sie euch nicht gelingt, dann würfelt ihr euren Rüstungswürfel und zieht das von dem Schaden ab, den ihr bekommt. Das soll so ein bisschen simulieren, dass so eine Rüstung einfach Stellen hat, immer ein bisschen besser und ein bisschen weniger gut geschützt ist. Manche von euch haben dort vielleicht zwei Werte stehen. Also zum Beispiel hat Orlan, der Panzer, wenn er sich mit einem Schild verteidigt, dann hat er einen um einen höheren Wert in Verteidigung. Alle Werte, die unten drin stehen jeweils, sind schon die komplett verrechneten Werte. Ihr müsst also nichts weiter da noch weiter ausrechnen. Steht oben immer nur was drüber, was das bedeutet, damit ihr wisst, wie der Wert zustande kommt. Beim Ogre stehen noch Werte in Klammern dahinter. Das ist wenn er in Rage ist, oder? Das ist der Wert, wenn du in Rage bist, genau, also im Berserker-Modus. Angreifen ist immer mit Präzision. Auch beim Ogre? Auch beim Ogre, ja. Das Attribut heißt nun mal so. Präzision steht okay. Halt oben jeweils bei den Attributen mit dabei. Ich will kurz noch zwei Sätze sagen, drei Sätze sagen, jeweils vielleicht dazu, wie einmal wie die Magier und wie die Theorgen zur Magie stehen, weil wir jeweils, oder wie sie zu mystischen Kräften stehen, weil wir jeweils einen davon in der Gruppe haben. Zum einen einmal,
die Magier sind im sogenannten Ordo Magica organisiert. Es wird eigentlich auch erwartet von Magiern, dass sie dort Mitglied sind. Die sind der Ansicht, dass die Korruption eher etwas ist, was missverstanden wird. Also die Korruption ist einfach das, was passiert, wenn man halt solche Magie anwendet. Das ist so dieser Widerwillen der Natur, sich manipulieren zu lassen, wenn man so möchte. Und die sagen, die taugt sich daran, dass die Priester das alles so verdammen und so schlecht reden und dass deswegen einfach ein bisschen ja, missverstanden ist. Wichtig ist einfach, dass man kontrolliert mit der Magie umgeht. Auch andere Verhaltensweisen von Menschen haben einfach darauf Einfluss, was mit der Natur passiert. Wenn ich einmal Wasser irgendwie in See kippe, dann ist da auch mehr Wasser drin, vielleicht als vorher oder so. Ja, es hat halt auch irgendwas. Oder wenn ich mir einen Garten anlege, einen künstlichen, dann mache ich auch irgendwo eine Tour hin, wo vorher keine war. Es hat auch irgendeinen Einfluss. Da kommt es immer ein bisschen drauf an, wie gehe ich damit um? Wie sehr habe ich das alles unter Kontrolle, was ich dort mache? Und die Theurgen, die Prios-Priester, die sagen, dass ohne ihre aufopfernde Hingabe zu Prios würde der Sonnengott untergehen und die Welt würde der Nacht verfallen. Sie sehen die aktuelle Zeit als ein goldenes Zeitalter der Theurgie. Magie betrachten sie als etwas Gottloses und noch schlimmer ist noch die Hexerei. Das ist halt eine, die würde zu Verfall und zur Zauberei führen. Und von der Zauberei fangen wir gar nicht erstmal an. Also Zauberei ist quasi so eine Art Nekromantie, wenn man möchte. Und die sagen aber auch, und ganz klar, also die Korruption ist real und das ist eine Bedrohung, die müssen wir ernst nehmen und die muss vielleicht akzeptiert werden von den Menschen. Und zum Thema Korruption und mystische Kräfte, ihr habt auf dem Charakterbogen einen rechts oben steht Schatten und da steht eine Farbe. Es ist kein Schatten, den ihr werft, weil es irgendwie die Sonne scheint oder ein Kerzenlicht an ist oder so. Der Schatten ist so eine Art ja, mystische Aura, die alle Lebewesen umfasst. Und anhand der Farbe dieses Schattens kann man erkennen, ob er oder sie, schon korrumpiert wurde von Korruption. Und man kann auch erkennen, ob sich jemand eher der Natur oder der Zivilisation hingegeben fühlt. Personen, Völker, die halt eher so mit der Zivilisation haben, die haben meistens so Farben von Elementen, also sowas wie Kupferfarben, silbrig, golden. Lebewesen, Personen, die sich halt eher der Natur hingezogen fühlen, die haben meistens so Erdtöne, sowas wie beige, grün, rot. Und wenn etwas durch und durch von Korruption zerfressen ist, dann ist es meistens schwarz oder purpur. Und die Farbe eures eigenen Schattens, wenn ihr nach und nach, also spieltechnisch gesprochen, permanente Korruptionspunkte bekommt, dann kriegt eure Farbe auch so Flecken und also es wird immer, Elemente sind, sieht immer so ein bisschen rostig aus vielleicht und hat so ein paar schwarze Flecken und daran kann man halt erkennen, ob jemand korrumpiert wurde oder nicht. Das kann nicht jeder sehen, es gibt magische Fähigkeiten, mit denen man das sehen kann, aber keiner von euch hat diese magischen Fähigkeiten. Das wäre dann die mystische Kraft Hexenblick, damit kann man dann sehen, was für einen Schatten hat diese oder jene Person. Ich denke, das war es erstmal wieder so ein bisschen mit der Einleitung und den Hintergründen. Das war erst eine ganze Menge, aber ich finde, es war so ein bisschen notwendig, um so ein paar Eindrücke zu haben.